Hallo, liebe Zuschauer, heute mache ich eine Kurzvorstellung. Und zwar geht es hier um das Sony Zeiss 16 bis 35 mm. Das ist ja ein sehr neues Objektiv, ist erst vor ein paar Wochen auf den Markt gekommen. Und es ist jetzt auch nicht ganz in der unteren Preisklasse, also eher ja, gehobenes Niveau, würde ich jetzt mal sagen. Es ist für Vollformat. Und ja, von daher denke ich, ist es doch interessant. Werden viele vielleicht ein paar Töne dazu hören wollen, wie das Objektiv so sich verhält und ob es sich lohnt, sich das anzuschaffen. Vorab, meiner Meinung nach, ja, ich habe es nicht bereut, die zu der Zeit 1400 Euro dafür zu investieren. Irgendwann wird einem später wahrscheinlich auffallen, dass es unter 1000 runtergehen wird. Aber ja, zu dem Zeitpunkt habe ich ein Objektiv gebraucht. Ich wollte keine zwei Kameras mitnehmen und einen Ultraweitwinkel, und dann habe ich mir das eben bestellt. Und ich habe auch ein gutes Exemplar erwischt, was bis in den Rand scharf ist und eigentlich eins der schärfsten Objektive, würde ich sagen, für das Sony E-Mount System und vor allem fürs Vollformat überhaupt. Ja, so das Einzige, was man da dran bemängeln kann, das ist die Blende. Ja, es fängt halt mit Blende 4 an. Gut, noch größer hätte ich es nicht gewollt. Es ist halt schon so ein bisschen im Brocken. Vor allem, wenn man über das APS-C-System von Sony kommt und erstmal da mit der Größe verwöhnt wurde und so ein bisschen über die anderen Kamerahersteller gelächelt hat. Und dann plötzlich hat man selber nochmal dann so doppeltes Gewicht. Also es hat schon seine 500 Gramm, glaube ich, circa. Dann hat man auch schon ein bisschen was drauf, aber es kommt halt, es ist halt noch lange nicht in der Spiegelreflexliga vom Gewicht her. Hier hat man jetzt Aluminium bzw. Metall, was das jetzt genau ist, Magnesium oder Aluminium, fürs Gehäuse verwendet. Ja, es fühlt sich schön an. Da muss ich aber sagen, das Kit-Objektiv aus Plastik, wie es immer so schön heißt, liegt mir persönlich besser, auch wenn ich draußen bin, wenn es mal kalt ist. Das Kunststoffobjektiv fässt sich einfach besser an. Ich persönlich brauche das Metall nicht, und ein paar Gramm kann man wahrscheinlich da auch noch sparen. Ja, von daher, es ist halt so. Ja. Es ist jetzt nicht der große Kritikpunkt. Da haben wir noch eine Sonnenblende, die macht das Ding, also so eine Gegenlichtblende, die macht das Ding auch nochmal richtig breit, weil die dann so in die Breite wegsteht. Ob das jetzt wirklich Sinn macht oder wenn man die 5 mm kürzer gemacht hätte und gerade dafür, ob es das nicht genauso getan hätte, denke ich mal auch. Vor allem das Objektiv hat die Lens Flares und auch also die Reflexionen innerhalb des Objektivs sehr, sehr gut im Griff. Das ist eins der vorbildlichsten Objektive in der Hinsicht. In der Hinsicht ist es auch noch mal ein Stück besser wie das APS-C 10 bis 18 mm hat es, glaube ich. Und wenn Lichtquellen im Bild sind, da sieht man, also spiegelt und reflektiert überhaupt nichts. Es hat eine Filtergröße von 72 mm, also auch ein ganzes schönes Stück deutlich größer wie die Frontlinse. Dafür hat es überhaupt ein Filtergewinde, das ist ja auch bei so Weitwinkel nicht ganz unbedingt selbstverständlich. Wobei ich hier jetzt so einen
UV-Filter drauf habe. Ja, da streiten sich ja auch immer die Geister, aber ich habe halt die Angewohnheit, dass ich die Kamera mitsamt Objektiv schmeiße ich einfach in meine Umhängetasche rein und da stößt die halt dann schon mal wo dran. Oder ich bin unterwegs und bin unachtsam. Also ich habe bei einem anderen Objektiv schon schön einen Kratzer vorne in dem UV-Filter, wo ich mir denke, danke für mein, ja, vierstelliges Betrag, was ich für Objektiv ausgegeben habe, möchte ich geschützt haben. Ich habe natürlich wieder Fotos gemacht, Vergleiche mit ohne UV-Filter. Ich kann den Unterschied nicht sehen. Also der, ich verwende hier jetzt den B&W UV Haze MR10 Nano. Das ist, die sind erstens sehr, sehr schmal von dem Filter her und haben auch noch eine Nanobeschichtung, das habe ich mal in dem Video auch gezeigt. Also dass da perlt auch Wasser und sehr leicht ab davon, das heißt, der bleibt sehr lang verschmutzungsfrei. Ja, ansonsten, ich möchte jetzt auch nicht übermäßig in die Länge ziehen. Ich finde für Landschafts- und auch zum Teil für Innenaufnahmen, für welche die in der Richtung fotografieren, ist das auf jeden Fall eine Geschichte, auch trotz des hohen Preises, was sich für mich jetzt, denke ich, gelohnt hat, weil ich es einfach auch wirklich mitnehme. Eine Alternative ist noch das Sigma 12 bis 24 dürfte es haben, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das muss man halt, das ist für A-Mount, das muss man halt mit einem Adapter dran stecken, das ist dann nochmal ein Stück länger, ist halt nochmal ein Stück breiter und schwerer. Ja, das ist halt eine Geschichte, die überlege ich mir, ob ich es mitnehme. Und das hier, ja, es ist nicht das Leichteste, aber ich ja, nehme es mit und das ist für mich wichtig. Und ich habe schon ein paar schöne Bilder gemacht, da werde ich jetzt einfach mal ein paar noch einblenden. Also hier habe ich jetzt nochmal ein Bild vorbereitet, was mit dem Objektiv aufgenommen ist, und zwar bei 16 mm. Ist auch das, was ich meistens einsetze, weil ab 24 mm geht ja schon das ja, Standardobjektiv eigentlich los. Und ich habe hier mal fast direkt gegen die Sonne fotografiert, eigentlich auf eine Art und Weise, wie es ziemlich fies ist. Die Sonne befindet sich fast im Zentrum, aber eben doch nicht genau im Zentrum. Man sieht es auch, wenn man genau hinschaut, diese Lens Flares, und zwar ein kleiner Lens Flare in der Nähe der Sonne, so gegenüber dem Bildmittelpunkt, und dann ein großer Lens Flare, da sieht man so ein bisschen den Kreis im Bild, wenn man genau hinschaut. Aber die gute Nachricht ist, dass die Kontraste, wie man zum Beispiel zu einem großen Baum, der noch rechts oben reinragt, sieht, dass hier doch ein sehr, sehr hoher Kontrast noch vorhanden ist, dass man selbst ganz dunkle Töne noch sehen kann, dass da auch noch Schwarz mit im Bild ist. Ich muss dazu sagen, das ist eine HDR-Aufnahme. Ich habe da drei RAW-Aufnahmen zusammengesetzt. Dadurch kommen vor allem die Farben relativ gut und klar raus vom Bild her. Ich meine, natürlich auch für ein HDR braucht man einmal freies Bild, was wir hier auch haben. Ja. Und ich sage jetzt mal, gerade bei diesem Gegenlicht, es ist eins der besten Objektive, wenn nicht überhaupt das beste E-Mount-Objektiv. Das schlägt auch nochmal ganz deutlich das Sony 10 bis 18 mm für APS-C. Das Objektiv ist eigentlich auch schon sehr, sehr gut und sehr scharf, aber es hat erheblich mehr Probleme mit Gegenlicht, Lensflares und ja, so Spiegelungen. Vom Kontrast her ist es zwar gut,
Aber das Objektiv hier, also ich finde es auf jeden Fall top und habe es nicht bereut, mir das zuzulegen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren und ich hoffe, es hat hier euch ein bisschen so geholfen, eine Entscheidung zu treffen, welche Objektive das ihr braucht und ob sich das lohnt. Und dann dürft ihr natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren und demnächst wird es wieder weitere Videos geben. Danke, ciao.